Anbetung des Jesuskindes. Kapitel 10, 18. Freunde, frohe Weihnachten, ja? Der Retter ist uns geboren. Er ist erschienen im Fleisch. Das Wort wurde Mensch. Halleluja. Wer erkennt's, ja? Und es wird Zeit. Danke, Herr Jesus. Ich bitte um jeden Geist und jeden Menschen, dass wir uns heute freuen, dass du gekommen bist und Mensch wurdest, um uns zu erlösen. Du bist der erschienene Retter und du bist gekommen nicht nur an Weihnachten, sondern heute neu für diesen Tag und auch morgen. In alle Ewigkeit ein Bündnis der Liebe zum Menschen, Herr. Du bist auf unser Niveau hinuntergekommen in die Menschheit. Halleluja, in Jesus und begegne uns heute noch überall, Herr. Wir danken dir dafür. Führe uns auf rechter Bahn, Jesus. Auf deinen Lehrpfad des Geistes. Halleluja. Entschuldigung. Die Menschheit gedenkt heutzutage jenes Tages, an dem einige Weise aus dem Morgenland zur Krippe von Bethlehem kamen, um das göttliche Kind anzubeten. Heute fragen mich einige Herzen, Herr, ist es wahr, dass jene mächtigen und weisen Herren sich vor dir verneigt und deine Göttlichkeit anerkannt haben? Ja, meine Kinder, es war die Wissenschaft, die Macht und der Reichtum, die vor meiner Gegenwart niederkniete. Okay. Auch waren dort die Hirten, ihre Frauen und ihre Kinder mit ihren bescheidenen, gesunden und schlichten Gaben, mit denen sie den Erlöser der Welt empfingen und begrüßten. Und auch Maria als Verkörperung himmlischer Zärtlichkeit. Sie repräsentierte die Demut, die Unschuld, die Schlichtheit. Doch jene, die in ihrer Pergamentrollen die Prophetien und Verheißungen besaßen, die vom Messias sprachen, schliefen tief, ohne auch nur zu ahnen, wer zur Welt gekommen war. Das ist sehr, sehr traurig, ne? Stell dir mal vor, du kommst dahin, freust dich voll, dass du den Menschen die Lösung bringst und dann kommt so eine Abwehr. Wollen wir nicht, brauchen wir nicht. Und vor allen Dingen kreuzigt ihn. Der Herr wusste es vorher und ist trotzdem gekommen. Ich könnte das nicht. Gott segne euch überreich.